einige sicher schon eine Stunde vor dem Anpfiff. Auch das sind Schalke-Fans. Vielleicht die treuesten. Viele von ihnen bei jedem Spiel dabei. Oft auch bei Auswärtsspielen. Was würde es denn für Sie bedeuten, wenn Schalke absteigen würde? Ja, ich würde auf jeden Fall weiterhin gehen. Da gibt es gar kein Vertun. Trotzdem, ich wohne auch in Duisburg, direkt am Stadion. Ne? Aber für mich ist Schalke und da bleibt es bei. Ich bin als Kind schon 50, 60 Kilometer zur Glückaufgabenbahn mit Vollgummi gefahren. Aber würde auch weiterfahren. Immer. Auch auswärts. Hier oder da. Ist mir ganz gleich. Immer sagen, Schalke bleibt Schalke. Und damit. Bitte. Trauen Sie sich zu, dass Sie das Ding noch umkippen? Na, ich wage, mit Tipps jetzt vor dem Spiel irgendwie was zu sagen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen heute. Die Leute draußen haben eben gefragt, wer soll denn die Tore schießen für Schalke, wissen Sie? Dafür bin ich gekauft worden, von Mönchengladbach zurück nach Schalke. Wolfram Wuttke war das. Genauso optimistisch wie die Fans auf den Rängen. Fast 70.000 waren gekommen, etwa 65.000, beinahe ausverkauft das Parkstadion in Gelsenkirchen, trotz der Nachmittagshitze und trotz des verlängerten Wochenendes. Sie erwarteten viel. Sie sahen vor allem in der ersten Halbzeit wenig. Ein paar Chancen hier durch Drexler. Und gleich nachfolgend nach dieser Flanke von Abel eine gute Parade von Vollack im Tor der Uerdinger, der schon am Mittwoch seine Mannschaft vor einem Rückstand bewahrt hatte. Oder diese Möglichkeit hier, Wuttke. Da schießt er kein Tor. Uerdingens Abwehr ist auf dem Posten. Flanke Tüfici, Kopfball Drexler. Und damit hat es schon mit den Chancen, hat es sich mit den Chancen für Schalke in der ersten Halbzeit 0:0. Ein enttäuschendes Ergebnis. Jedenfalls für die Schalker, nicht für Arno Eschler, der im Hintergrund sitzt, der sich ein bisschen versteckt hat, der Vorsitzer des Vereins Uerdingen 05. Herr Eschler, Sie wirken gelassener als Sie sind wahrscheinlich. Ja? Herr Fest, Sie kriegen jetzt aus mir kein vernünftiges Wort heraus. Wir haben 2 Tore Vorsprung und noch 45 Minuten vor uns. Natürlich ist die Zuversicht etwas gestiegen. Aber wie gesagt, ich halte alles noch für möglich. Entschieden ist gar nichts. Vor allem da Schalke in der zweiten Halbzeit mächtig auftrete und Torhüter Vollack immer mehr in den Brennpunkt geriet. Reihenweise Chancen für die Gastgeber in dieser Phase, fanatisch angefeuert von ihren Zuschauern. Abel. Tüfeci und dann wieder Abel. Dann Wolfram Wuttke. So etwa in der 60., 65. Minute. Da hinten im Hintergrund, das ist Ringo. Ein Wachhund, aber er ist ein ausgeprägter Schalker Fan. Beobachtet jedes Spiel sehr aufmerksam, wie sein Herr uns sagt. Und hier das 1:0. Und Ringo freut sich. 1:0 durch Drexler in der 63. Minute. Endlich der Anschlusstreffer. Nun muss Schalke nur noch ein Tor aufholen. Ringo ist ein Schalker Fan, ja. Ja, immer, immer. Er freut sich über jedes Tor. Ja, sehr so. Jürgen Sundermann. 1:0 führt seine Mannschaft. Mindestens 2:0 muss sie gewinnen, um ein drittes Spiel zu erzwingen. Die Hoffnung lebt noch. Und die Enttäuschung. Und die steigert sich nach dieser Szene. Angriff für Uerdingen. Schumacher, Ausgleich 1:1. Die Traube. Zunächst schien die Traube zu hoch zu hängen, jetzt ist sie ganz unten. Der Aufstieg greifbar nah. Und Sundermann verzweifelt. Herr Wuttke, Sie sind auch glücklich. Sie haben geweint. Ich glaube, da brauchen Sie sich nicht zu schämen. Unwahrscheinlich. Man, wir haben unwahrscheinlich Kräfte freigemacht und dann ist es mal gut, wenn man auch mal Gefühle zeigt. Ja, und dann gleich konnten sie alle Gefühle zeigen. Trainer Tippenhauer, Betreuer, die Spieler. Der Aufstieg ist geschafft. Uerdingen ist in der ersten Bundesliga.